Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwoch kurz vor 6.30 Uhr in der Schwabenstraße in Mannheim-Seckenheim. Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit war ein 28-jähriger BMW-Fahrer auf nasser Straße in Schleudern geraten, über die Gegenfahrbahn gefahren und gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Baum geprallt. Dabei wurde der 28-jährige sowie der 22-jährige Beifahrer schwer verletzt. Der Fahrer war hinter dem Lenkrad eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt an der Unfallstelle wurden die Verletzten in eine Mannheimer Klinik eingeliefert. An dem Auto entstand Totalschaden, der BMW wurde abgeschleppt und sichergestellt. Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Schwabenstraße bis 8.15 Uhr voll gesperrt werden. Die weiteren Unfallermittlungen hat die Verkehrspolizei Mannheim übernommen.